Die Thoraxklinik am Universitätsklinikum Heidelberg bietet seit rund 14 Jahren Schülerprogramme zur Raucherprävention an. Neben Informationen zu den Risiken des Rauchens sind die 6- bis 8-Klässler per Live-Schalte bei einer Lungenspiegelung dabei oder diskutieren mit Patienten. Seit 2011 werden die Ohne-Kippe-Veranstaltungen durch eine App für das Smartphone ergänzt. Diese wurde mit einem Preis für innovative Softwarelösungen ausgezeichnet und bereits rund 40.000 Mal heruntergeladen. Der Verstand weiß es schon lange. Jede Kippe schädigt die Gesundheit und der Tod raucht mit. Trotzdem ist es verdammt schwer, diese Sucht loszuwerden. Die Thoraxklinik Heidelberg geht in Zeiten des Smartphones mit der Ohne-Kippe-App moderne Wege. Sie soll vor allem Raucher motivieren, von der Kippe zu lassen. Die Abhängigkeit vom Nikotin hat man als Raucher relativ schnell überwunden. Da gibt es einen Zeitraum von so circa 2 Wochen, wo man sagt, damit da sind dann eigentlich die Entzugserscheinungen vom Nikotin vorbei. Aber das Problem ist ja, man hat sich über viele, viele Jahre hinweg das Verhalten Rauchen angewöhnt und man muss sich dieses Verhalten einfach mühsam wieder abgewöhnen. Deshalb setzt die App zunächst bei den schlechten Angewohnheiten und Ritualen rund ums Rauchen an. Wenn ich die App aufrufe als Raucher, der sich mit einem Rauchstopp in Gedanken beschäftigt, sollte ich zuerst als Raucher mein Verhalten beim Rauchen untersuchen. Dort kann ich eingeben, aus welchem Grund ich eine Zigarette rauche, ob sie für mich notwendig ist. Und ich kann später in der Statistik auswerten, wie viele Zigaretten, warum ich sie geraucht habe und vor allen Dingen, zu welchem Zeitpunkt ich sie auch geraucht habe. Ich gebe jetzt die erste Zigarette, rauche ich jetzt aus Genuss. Jetzt gebe ich eine weitere Zigarette ein, die ich aus Stress rauche. Und jetzt rauchen wir noch eine dritte Zigarette aus Langeweile. Und wenn ich dann in das Untermenü Statistik gehe, kann ich sehen, ich habe eine Zigarette aus Genuss, eine aus Stress und eine aus Langeweile geraucht. Alle 3 Zigaretten waren für mich notwendig. Und die häufigste Uhrzeit, in der ich rauche, war zum Beispiel zwischen 12 und 14 Uhr. Nutzer, die das Rauchen aufgegeben haben, bekommen Daten zu gespartem Geld oder Gesundheitsvorteilen. Das hilft beim Durchhalten. Wenn Sie dann auf den Highscore gehen, kann man sehen, wie viel Zeit vergangen ist seit dem Rauchen der letzten Zigarette, wie viel Geld dadurch gespart wurde, dass Zigaretten nicht geraucht wurden und vor allen Dingen auch, wie viel weniger Antärbelastung dem Körper zugemutet wurde, dadurch, dass die Zigaretten nicht geraucht wurden. Um die Finger vom Griff nach der Kippe abzuhalten, bietet die kostenlose App auch Motivationsspiele. Zielgruppe sind die Smartphone-Nutzer. Es sind zum einen Raucher, die gerne das Rauchen aufhören wollen. Es sind zum anderen Raucher, die gerade eben einen Rauchstopp gemacht haben und Unterstützung brauchen, diesen Rauchstopp aufrechtzuerhalten. Wir wollen aber auch natürlich Nichtraucher ansprechen, zum Beispiel auch die Schüler, die bei uns in die Ohne-Kippe-Veranstaltung kommen, damit sie ihren Freunden oder Verwandten ein Instrument an die Hand geben können, um über einen Rauchstopp nachzudenken. Das Raucherpräventionsprogramm in der Thoraxklinik haben seit 2000 rund 180.000 Schüler besucht. Vor allem die Live-Lungenspiegelung ist starker Tobak für die Teenager und verfehlt die abschreckende Wirkung nicht. Als wir das vor über 14 Jahren begonnen haben, haben wir Mediziner natürlich in unserem Medizinerdeutsch versucht, den Jugendlichen dies mitzuteilen. Haben aber dann sehr schnell gelernt, wir müssen uns beraten lassen und haben dann die entsprechenden Veranstaltungsblöcke, wie Sie sie jetzt erlebt haben, zusammen mit Schulpsychologen entwickelt und auch evaluiert. Und es zeigt sich ganz klar, dass die Information ein sehr wichtiger Punkt ist, aber dann eben das Emotionale, was wir vermitteln mittels Bronchoskopie, Lungenspiegelung, aber auch mittels des Patienteninterviews, die Jugendlichen am meisten fesselt. Eine Patientin der Thoraxklinik erzählt ihre Geschichte und beantwortet Fragen der Schüler. Egal ob in der Prävention oder beim Überwinden der Sucht. Jugendliche und junge Erwachsene werden mit dem Nichtraucherprogramm oder der App in ihrer Lebenswelt angesprochen. Ich habe jetzt nach der Veranstaltung nicht mehr so richtig Lust zu rauchen oder irgend sowas. Ich habe die normalen Sozialnetzwerk-Apps und sonst ein paar Spiele. Aber also mein Vater raucht und ich könnte es dann für ihn halt machen. So lernen auch Verwandte oder Freunde eben, wie viel Geld sie so im Monat ausgeben und dass sie sich davon irgendwas anderes kaufen könnten. Wenn Sie mit Jugendlichen zu tun haben, dann werden Sie keinen Jugendlichen mehr treffen, der nicht irgendwie alle 5 Minuten seine sozialen Kontakte per Smartphone pflegt. Daher natürlich auch dies ein Weg, Jugendliche zu erreichen, daher das Entwickeln der Ohne-Kippe-App.
Der Weg als oder zum Nichtraucher ist mit Hindernissen gepflastert. Die App kann ein Werkzeug sein, nicht von der rauchfreien Route abzukommen.